Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen hier auf meinem Kanal. Es geht heute um eine Trommel. Also es wird jetzt kein Instrument oder sonst was. Das ist jetzt ein Prototyp gewesen von letzter Woche. Und heute werde ich das Ganze mit dem eigentlichen, mit dem richtigen Material bauen. So, und bevor ich jetzt wieder unnötig viel Kram erzähle, was euch nicht interessiert, fangen wir lieber an. So, ab zur Werkbank. So, das sind die Bretter. Das tun wir jetzt erstmal auf Seite. Brauchen wir erstmal nicht. Teakholzbretter, 10 cm breit, 2 m lang, 1 cm dick. Das hier tun wir mal gerade auf Seite und dann nehmen wir uns hier einen Schraubendreher. Kreizi, Schlitzi. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr, 310. Wir brauchen insgesamt 20 Stück. So, ich habe jetzt alle Bretter, alle 20 Stück auf 66 mm Breite zugesägt. Allerdings kommen auf beide Seiten einen 9 Grad Schnitt rein. Nachdem wir das Messgerät jetzt genullt haben, erstmal so auf 9 Grad runterdrehen, komm, bevor es unten anschlägt. 9 Grad. So lassen wir das jetzt mal. Genau so sieht das Ganze jetzt aus. 9 Grad an beiden Seiten. Ergibt 18 Grad. Und diese 18 Grad mal 20 haben wir 360 Grad. So, da meine Werkbank jetzt nicht breit genug ist, um alle 20 Teile an einem Stück zu verleimen, werde ich die ersten 10 Stück verleimen. Und dann kommt dann die andere Hälfte. So, beginnen wir mal mit dem Abkleben. Ich fange jetzt mal hier von links an und drücke das mal schön zusammen. Zack. Schön drücken. The Lime und ein Pinsel natürlich. Alles vorbereiten, Leute. Pinsel habe ich nicht gefunden, habe aber hier so einen Eisstiel vorne ein bisschen flacher gemacht, dünner gemacht, damit ich da wirklich ein bisschen in die Tiefe reinkomme. Wir wollen wirklich die Fuge schön füllen. Boah, Leute, ich hoffe, das geht jetzt nicht in die Hose. Das ist wirklich schön. Ja, von innen sieht das Ganze schon mal gut aus. Und jetzt schnell wie möglich abwischen. Wo ist der Schwamm? Bei den Prototypen war das ja eigentlich egal, weil es musste ja nicht schön sein. Es sollte ja einfach nur funktionieren. Hier muss es schön werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Ergebnis bisher sehr, sehr zufrieden, was die Fugen angeht. Und das mit dem Schwamm im Nachhinein schön wegzuputzen, das war eine wirklich sehr, sehr gute Idee, weil von dem Leim sieht man im Moment gar nichts mehr. Sieht wirklich super sauber aus. So, und jetzt werden wir mal hier die Streifen lösen.
die zum Spannen gedacht waren. Die anderen, die lasse ich natürlich dran. Jetzt fangen wir mal an mit dem Verleimprozess. Jetzt hier mal, um sicher zu gehen, noch ein, zwei weitere Zwingen. Bis gleich. Habe jetzt nach 2 Stunden Trocknungszeit, werde ich das Ganze jetzt nochmal lösen und hoffe, dass das jetzt alles irgendwie stabil genug ist. Jetzt können wir hier das Klebeband außenrum abmachen. So, und bevor ich dann weitermache, also mit der ganzen Konstruktion, werde ich das Ganze erstmal abschleifen. Außen wie innen muss geschliffen werden, das ist leider so. Es ist ein bisschen Fummelarbeit, von außen nicht so schlimm, aber von innen wird es ein bisschen problematisch, da muss ich sehr, sehr viel Handarbeit machen. Aber das muss sein. Gehen wir jetzt mal erstmal kurz auf Seite, dann packe ich hier mal meine schöne Werkzeugkiste aus, denn da habe ich nämlich das ganze Handwerkzeug drin. Falls ihr das Projekt noch nicht kennt, verlinke ich hier oben rechts, könnt ihr euch anschauen. Was nehmen wir uns da jetzt für ein Maß? Ein Zentimeter, was haben wir denn jetzt hier? 1 Zentimeter. So, ich war jetzt ja gerade am Überlegen, wie kriege ich überhaupt drumherum eine gleichmäßige Linie angezeichnet. Ja, ganz einfach. Wir nehmen uns hier ein Stück Holz, also eine dünne Leiste, kann auch was anderes sein. Da legen wir unseren Bleistift drauf und dann ziehen wir, dann drehen wir das Ganze einmal drumherum. Man kann das natürlich jetzt festkleben, aber in meinem Fall brauchen wir das nicht. Perfekt. Perfekt abgeschlossen. Das Wichtigste ist jetzt, das alles ordentlich zuzusägen. Ich liebe ja hier diese Bessie-Zwingen. Die sind echt super. Da kann man das nämlich schön einspannen. Dann nehmen wir unsere Japanese Saw, unsere Japan-Säge. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt gut geht. Ich werde das nochmal gerade stabilisieren, so gefällt mir das nicht. Das wackelt mir zu sehr. So, jetzt haben wir hier eine ordentliche Kante. Man könnte jetzt natürlich die Kante als Bezugskante nehmen und das Ganze dann an der Tischkreissäge am Parallelanschlag ansetzen und die andere Seite dann mit der Tischkreissäge machen. Als nächstes werde ich mir hier ein Kreuz einkleben bzw. montieren.
so dass dann der Antrieb dort platziert werden kann. So, hier haben wir jetzt die Vertiefung gemacht, und zwar für die Stelle hier. Wenn das nämlich schön flach aufliegen soll, dann wird das hier nämlich stören. Habe ich die Vertiefung gemacht, und hier machen wir jetzt eine 8 mm Bohrung für die Welle. Jetzt wollen wir die Löcher übertragen. Man kann das natürlich von der Mitte aus aufwendig messen. Ja, das geht. Ich mache es aber jetzt anders. Ich würde jetzt das Ganze hier auf ein Blatt Papier übertragen. Tragen die Löcher, die Bohrungen. Ich habe inzwischen hier das Ganze nochmal, da waren ja die zwei Löcher, die habe ich jetzt zugemacht, weil die zwei hier reichen aus. Nämlich einer von denen war nicht genau auf dem Gewinde. Und bevor ich das Loch jetzt vergrößere und es schlimmer mache, habe ich es einfach zugemacht. Die zwei werden auf jeden Fall reichen. Damit das Ganze hier natürlich auf Position bleibt, ich will es ja nicht verschrauben oder an den Kanten verleimen, habe ich mir hier so kleine Klötze fertig gemacht. Die werden natürlich von hinten so drankommen. Ich lege da jetzt nochmal 4 Klötze, die 12 cm hoch sind, damit das nicht irgendwie runterrutscht. Die Verstrebung, die ist jetzt trocken, ist jetzt fest. Ich setze jetzt mal hier gerade den Motor ein. Den Motor.
Schrauben, die werde ich natürlich noch schwarz lackieren. Das wird alles noch eingeschwärzt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, das müsst ihr euch jetzt in schwarz vorstellen. In schwarz wird das natürlich viel hübscher aussehen, weil weiß ist, finde ich, einfach viel zu öde. So, die Oberfläche ist schön sauber. Mit dem feuchten Lappen habe ich den ganzen Staub erstmal weggewischt. Und dabei sind die Fasern leicht hochgekommen. Die habe ich dann mit 240er Papier nochmal runtergeschliffen bzw. die Fasern gebrochen. Ja, als Finish werde ich jetzt Bienenwachs nehmen. Bienenwachsbalsam. Und das werde ich ganz einfach, hab Handschuhe an, schön mit der Hand auftragen. Genau das ist nämlich das, was ich am meisten liebe. Dann ziehen wir das mal fest. Kontrollieren. Okay. So, und die drehen wir jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Eins, zwei und drei. Das ist Mitte, höchste Stufe.